ersten Inner Circle. Themenkomplex kennen Sie. Ich will keine Minute verlieren, um Herrn Dr. Zetsche um sein Impulsstatement zu bitten, weil auch Herr Zetsche einen begrenzten Zeithorizont hat. Hier, sonst nicht. Solange Sie das mit dem begrenzten Horizont auf die Zeit erstmal beschränken, ist das akzeptabel. Vielen Dank, Herr Professor Schlüter, Herr Professor Bahner, Herr Professor Hacker, Professor Haarhoff, meine Damen und Herren. Wenn man zur Vorbereitung auf eine Keynote von 7 Minuten ein Briefing von 8 Seiten bekommt, dann ist entweder das Thema sehr komplex oder der Redner sehr schlicht. Mir wurde versichert, alle Redner haben das Briefing des Stiftungsverbandes bekommen. Es muss also am Thema liegen. Und es stimmt, das Thema ist nicht nur komplex, sondern auch sehr wichtig. Deshalb danke für die Einladung. Die Bundeskanzlerin hat es in ihrer Rede eben sehr deutlich gemacht. Die Politik weiß sehr genau um die Herausforderungen und Notwendigkeiten in Sachen Digitalisierung. Deshalb möchte ich heute nicht über Breitbandausbau, Datenschutzvorgaben oder Investitionen ins Bildungssystem reden. Ich möchte über eine Kompetenz sprechen, die wir weder durch ein EU-Forschungsrahmenprogramm fördern, noch an den Universitäten lehren können. Es geht um Mut. Wer die Strukturen in Unternehmen kennt, der weiß, Risikobereitschaft ist nicht unbedingt ein Kernmerkmal von Großkonzernen. Das gilt auch und vielleicht gerade in Deutschland. Oft gibt es ganze Abteilungen, die sich ausschließlich mit der Minimierung von Risiken beschäftigt. Und das hat auch seine Berechtigung. Immerhin geht es um viele Arbeitsplätze, bei Daimler beispielsweise um 280.000, mehr als das plus ihrer Familien. Aber wer sich zu sehr mit der Vermeidung von Risiken beschäftigt, übersieht schnell das größte Risiko, und das heißt Stagnation. Gerade in Zeiten der digitalen Revolution gilt, der Weg des geringsten Widerstandes ist oft der gefährlichste. Nun bin ich sicher nicht der Erste, der sagt, Unternehmen müssen mutiger werden. Nicht zufällig ist ein Buch wie Coffin Corner so erfolgreich. Viele von Ihnen dürften es kennen, auch wenn es in den Sachbuch-Bestsellerlisten immer noch nicht an Dame mit Charme vorbeigekommen ist. Für alle, die es noch nicht kennen, Coffin Corner ist ein Begriff aus der Luftfahrt und meint den Bereich, in dem ein Flugzeug am effizientesten fliegt, aber auch am anfälligsten für einen Strömungsabriss ist. Diese Coffin Corner gibt es auch bei Unternehmen, sagt die Autorin. Zitat, ausgerechnet dort, wo wirtschaftlich gesehen alles perfekt optimiert ist, besteht die größte Absturzgefahr. Das deckt sich mit der Beobachtung, dass Unternehmen und ganze Volkswirtschaften die größten Fehler in Phasen begehen, in denen es gut läuft. Never change a winning team ist wahrscheinlich ein Spruch, der in diese Richtung schon hindeutet. Angesichts sicherer Gewinne oder Steuereinnahmen ist es leicht zu sagen, der Erfolg gibt uns recht, wir machen genauso weiter. Hätten Karl Benz und Gottlieb Daimler 130 Jahre nach dieser Devise agiert, dann hätten sie sicherlich nicht das Automobil erfunden, sondern das Pferd weiter optimiert. Und wir hätten vermutlich nicht angefangen, Autos zu teilen, statt nur zu verkaufen, wie es unser Carsharing-Unternehmen Car2Go tut, um nur ein Beispiel aus der jüngeren Geschichte zu nennen. Die Frage ist nun, wie kann man diesen Mut auf Dauer im gesamten Unternehmen verankern? Eine erste Antwort, wir haben zunächst an vielen Stellen wieder Strukturen geschaffen, wie sie Daimler und Benz in ihrem Startup vor 130 Jahren hatten. Man könnte sagen, eine klassische Garagenfirma. Es war damals allerdings ein Gewächshaus, denn mangels Autos gab es noch keine Garagen. Ein aktuelles Beispiel dafür gehört zu unserer Van-Sparte und heißt Peninsula. Für alle, die im Lateinunterricht wie ich geschlafen haben, das heißt Halbinsel. Und der Name ist Programm. Mit Peninsula haben wir einen Raum für Kreative geschaffen, der zwar mit uns verbunden ist, aber auch mehr Freiheiten bietet. Wo Mut zum Risiko belohnt wird, wo Gestaltungsspielraum groß und Entscheidungswege kurz sind und der genau deshalb für Mitarbeiter interessant ist, die sonst vielleicht nicht bei einem Großkonzern arbeiten wollen. Peninsula hat seine Zelte nicht weit von hier im Betterhaus in Kreuzberg aufgeschlagen. Wer es nicht kennt, das Betterhaus ist eines der bekanntesten Crossworking Spaces oder Coworking in der Hauptstadt, Anlaufpunkt für Gründer, Kreative und Investoren. Ich höre, soll es da auch gute Partys geben.
Unsere Insulaner sind aber nicht nur zum Feiern da. Sie haben einen klaren Auftrag. Denkt über unser sehr rentables Kerngeschäft im Mercedes-Benz-Sektor hinaus. In Zeiten, in denen man seinen Supermarkteinkauf im Internet bestellt und bis an die Haustüre liefern lässt, ist es sich einfach vorzustellen, dass es dort viele neue Möglichkeiten für Geschäfte im Themen Transport und Warenbeförderung gibt. Und ähnliche Teams gibt es in nahezu allen Sparten und Bereichen bei Daimler, vom Lkw-Geschäft bis zur Finanzdienstleistung. Uns geht gar nicht darum, jedes Mal gleich die ganze Branche zu verändern. Manchmal sind es kleine, aber ziemlich originelle Ideen. Ein Beispiel, Sie kennen alle die Situation bei IKEA. Sie haben Ihre 5 Pakete gekauft und überlegen sich, geht es jetzt in mein Auto oder nicht? Jetzt gibt es bei uns vom Smart entwickelt eine App, mit der fotografiere ich die Pakete und das sagt mir direkt mal, in welcher Reihenfolge und ob diese in meinen Kofferraum passen oder nicht. Ob ich entweder kleinere Pakete kaufen muss oder einen größeren Mercedes. Früher hätten Chefs bei Daimler vielleicht gesagt, was hat das mit uns zu tun? Heute heißt es immer wieder, gute Idee, machen wir weiter. Jetzt werden Sie vielleicht denken, ein paar kreative Schnellboote ins Wasser zu lassen, reicht nicht, wenn der Rest der Firma weiter als Supertanker vor sich hin dümpelt oder den geraden Kurs hält. Die Kunst ist, diesen Startup-Spirit auch auf das Mutterschiff zu übertragen. Und das ist deutlich schwieriger. Selbst vergleichsweise junge Silicon Valley-Unternehmen kennen diese Problematik, dass sie versuchen müssen, wenn sie größer werden, dabei nicht träge zu werden. Umso mehr gilt es für Daimler mit 284.000 Mitarbeitern. Was müssen wir tun, damit gute Ideen auf dem Gang durch die Hierarchie nicht verloren gehen oder diese Hierarchien von vornherein vermeiden können? Wie schaffen wir es, die kreativsten Köpfe auf Dauer so zu motivieren, dass sie bei uns bleiben wollen, dass sie den Raum haben, ihre Ideen auch wirklich umsetzen zu können? Früher wäre die klassische Antwort gewesen, der Vorstand geht in Klausur und kommt mit der Lösung zurück. Das ist aber für eine solche Fragestellung der falsche Ansatz. Deswegen haben wir jetzt einen ganz neuen Weg beschritten. Wir haben 8 Teams, 16 Leute sich bewerben lassen und sich zusammensetzen lassen, multinational, logischerweise mehr oder weniger gleichmäßig von den Geschlechtern besetzt, alle Altersstufen, ohne Hierarchie bis zum E1. Und die haben sich zusammengesetzt, um jetzt 8 Prototypen zu entwickeln, wir sind Automobilbauer, für Leadership 2020 und werden sich im nächsten Schritt, da sind sie jetzt praktisch fertig, im nächsten Schritt zusammensetzen, um miteinander aus diesen 8 Prototypen einen zu machen und uns dann im Vorstand zu informieren, wie wir denn zukünftig arbeiten sollen. Das heißt, die Meetingkultur, die Leistungsbewertung, Hierarchieebenen, alles ist auf dem Prüfstand. Die einzige Vorgabe ist, es gibt keine. Und ich bin außerordentlich gespannt, wie unser Unternehmen im nächsten Jahr funktionieren wird, ob es mich dabei noch gibt, die Kollegen im Vorstand oder nicht. Wir werden das erfahren und freuen uns auf die Ergebnisse dieses Weges. Eine Richtung, die Entscheider in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf dem Weg zu mehr Mut aber sehr wohl vorgeben sollten, das ist die Lust auf Veränderung wecken. Gerade jetzt haben wir ein ganzes Universum an Möglichkeiten vor uns. Auch wenn manche die Digitalisierung als Bedrohung für unsere Branchen betrachten, wir sehen sie als größte Bereicherung seit der Erfindung des Automobils. Eines gilt für Daimler wie für den Standort Deutschland. Wir haben eine Vielzahl an Kompetenzen, um die uns viele beneiden, von einer praxisnahen Forschung über innovative Ingenieure bis hin zu erstklassigen Programmierern und hervorragend ausgebildeten Facharbeitern. Wenn jetzt noch etwas mehr Mut dazu kommt, Neues zu erproben und umzusetzen, dann bin ich absolut zuversichtlich für unsere Zukunft. Aber damit meine Rede nicht noch länger wird als das Briefing, mache ich hier Schluss. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Herr Zetsche. Ich wäre gerne Mäuschen, wenn Ihre 8 Teams mit den 16 Leuten diskutieren, die dann zu einem Prototyp zusammenschmelzen. Das muss eine ganz spannende Diskussion sein. Aber Sie werden ja wir vielleicht... Wir kriegen Videos geschickt von dieser Veranstaltung. Okay, wunderbar. Vielen Dank.
Die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, wie können unsere Kompetenzen durch Digitalisierung weiterentwickeln, wie können wir Kompetenzen zur Weiterentwicklung digitaler Technologien und Anwendungen nutzen und welche zusätzlichen Kompetenzen brauchen wir, unter welchen Voraussetzungen können wir diese Kompetenzen ausbilden und nutzen, hat Herr Zetsche in einer ganz eigenen Weise angesprochen, ganz zentral Neues wagen, Mut haben in dem, wie man vorgeht. Jetzt würde ich gerne diese Runde öffnen für Fragen. Wir würden die zweite Keynote-Rede etwas später hören, weil Herr Zetsche, wie gesagt, dann auch weg muss, aber vielleicht jetzt ins Gespräch mit Herrn Zetsche und zu diesem Thema kommen. Bitte schön. Zetsche, vielen Dank. Ein sehr mutmachender Vortrag. Wir beschäftigen uns bei Fraunhofer natürlich sehr intensiv mit Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung damit, wie können diese in die Digitalisierung einsteigen. Wir empfehlen üblicherweise persönliche Verantwortung für das Thema. Ich sehe, Sie sind einen deutlich anderen Weg gegangen. Sie kümmern sich von Vorstandsseite darum, aber implantieren das Ganze auch an der Basis. Sehen Sie diesen Weg transferierbar auch für kleinere Unternehmen? Welche Ressourcen waren erforderlich? Ist das etwas für die Daimlers der Welt oder kann das die deutsche Wirtschaft in der Fläche mit Ihren Ansätzen erfassen? Also wir wissen im Vorstand alle relativ gut, wie eine Achse funktioniert. Wir sind keine Digital Natives. Und insofern bin ich davon überzeugt und sind meine Kollegen davon überzeugt, dass wir in diesem Thema nicht top-down die Inhalte vorgeben können und die Ziele vorgeben können, sondern nur die Rahmenbedingungen setzen können. Und genau das versuchen wir unter anderem auf dem beschriebenen Weg, den ich gerade erläutert habe. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Plattformen, Digital Days und Open Space Veranstaltungen, in denen wir oft gar nicht teilnehmen, in denen aber nicht nur jetzt ein Ziel, was wir vorgeben, erarbeitet wird, sondern in denen miteinander die Inhalte erarbeitet werden und die Richtung erarbeitet werden. Wir haben, wenn wir ein Automobilprojekt beginnen, haben wir erst einen riesen Businessplan für die nächsten 5 Jahre oder 15 Jahre mit DCW und allem drum und dran und beschreiben jeden Schritt minutiös, damit kein Berliner Flughafen rauskommt. In diesen Themen ist völlig anders. Da muss man anfangen und weiß gar nicht, wo die Reise einen hinführt. Und deswegen glauben wir, brauchen wir eine andere Kultur, brauchen wir eine andere Art, damit umzugehen. Und genau dem wollen wir uns öffnen. Und ich glaube, das ist nicht Daimler-spezifisch, sondern ich glaube, das ist weitgehend größenunabhängig, es sei denn, es ist ein Startup, wo man eh nur zu zweit arbeitet. Jetzt habe ich Herrn Machnik und dann Herrn Schmidt und dann Sie. Sie haben einen Begriff eingeführt, der hieß Mut. Es gibt einen anderen Begriff, der im Moment in der Digitalisierungsdebatte eine große Rolle spielt. Der heißt, jetzt komme ich nicht auf den Begriff, Transformation versus genau. So, auf den Punkt wollte ich hinaus. Und die Frage lautet ja, und das war die Anspielung der Bundeskanzlerin. Ich habe mal die Frage gestellt, es gibt das ein oder andere Unternehmen mit einem bestimmten Geschäftsmodell, das disruptiv ist. Die Frage, die man aber an diese Geschäftsmodelle schon, was leisten Sie beim Thema Investition, was leisten Sie beim Thema wirklicher Technologie und beim Thema Beschäftigung? Also meine Frage geht dahin, wie viel Transformation, wie viel Disruption brauchen wir eigentlich? Und brauchen wir nicht gerade in Deutschland, angesichts unserer großen Stärke im Produktionsbereich, eine Transformationsstrategie, weil ich verstehe Digitalisierung so, die Komponenten der Digitalisierung nutzen, um sie in die DNA unserer Volkswirtschaft zu integrieren. Und das hat dann technologische, arbeitsorganisatorische, Management, qualifikatorische und sonstige Veränderungen. Deswegen meine Frage, wie viel Transformation, wie viel Disruption brauchen wir? Die Entscheidung fällt der Kunde. Und wenn über neue technologische Möglichkeiten neue Angebote an den Kunden gemacht werden und der Kunde diese als einen Vorteil empfindet, dann wird dieser Weg erfolgreich sein. Und wenn er disruptiv dabei bisherige Geschäftsmodelle und Strukturen umschmeißt, dann kann man versuchen, die Kohlebergwerke so lange zu verteidigen, wie man das will, aber es wird einem nicht gelingen. Deswegen ist unser eigener Ansatz, wenn sich technologische Wege zu disruptiven Veränderungen abzeichnen, da wollen wir versuchen, der Disruptor zu sein. Ich glaube, so ein Wort gibt es nicht, ich weiß es nicht. Und wenn das Erfolg hat, dann ist vielleicht das Geschäftsmodell nicht mehr so attraktiv wie das vorige, aber es ist wenigstens noch eins.
oder aber feststellen, das führt ins Leere, dann sind wir mit unserem bisherigen Geschäftsmodell sicher. Und wir haben ganz konkret solche Beispiele. Wir haben unseren Finanzservice, wo wahrscheinlich über die Fintech-Companies eine dramatische Veränderung stattfinden wird. 20 Leute im Silicon Valley in ein Zimmer für 2 Monate gesetzt oder ein bisschen mehr Platz hatten sie. Und die sind zurückgekommen mit 10 Ideen, die wir implizieren können und unser Geschäft besser machen. Und einer Idee haben wir gesagt, wenn das umgesetzt wird, dann ist unser Geschäft weg. Und haben wir einen Auftrag gegeben, das zu entwickeln und einzusetzen. Und wir sind dabei. Denn es wird kommen. Es wird kommen. Und da, ob das jetzt mehr oder weniger Arbeitsplätze hinter sich mit sich bringt, ist da irrelevant. Natürlich ist es relevant für uns, müssen wir uns darüber kümmern, wie wir eine nachhaltige Beschäftigung haben. Aber indem wir solche Entwicklungen versuchen zu ignorieren oder uns defensiv dagegen aufzustellen, ist der Schaden nur der größere. Und insofern, ich sehe dort überall Chancen. Am Ende des Tages hat jede industrielle Revolution mehr Arbeit mit sich gebracht, nur andere, als wir vorher hatten. Und deswegen bin ich dort überhaupt nicht pessimistisch. Die einzigen Pessimismus hätte ich, wenn wir uns diesen Möglichkeiten verschließen und sie nicht mit voller Energie aufgreifen. Uber ist sicherlich in dem Kontext ein Thema, was Ihre Frage mit triggert. Herr Schmidt. Ja, eins der Kerntechnologien für autonomes Fahren und für Connected Car ist sicherlich Software over the Air, also Updates zu fahren bei Fahrzeugen für Sicherheit, Safety, dass keine Hacker Fahrzeuge entfernt benutzen können und Schaden anrichten. Was wir sehen, in dem kompletten Marktumfeld gibt es gerade 6, 7 Anbieter, spezialisierte Anbieter. Davon sind 6 aus Nordamerika. Die meisten wurden schon übernommen von amerikanischen Tier 1s oder anderen Unternehmen. Es gibt eine deutsche Firma, eine europäische Firma, das sind wir, interessanterweise. Dennoch ist es auch so, was wir auch sehen, dass viel Ressourcen von großen Automobilfirmen, weil die Software Ressourcen nicht vor Ort sind, ausgelagert werden, wie zum Beispiel das Cyber Security Center von Ihnen nach Bangalore. Das heißt, die Kompetenz Cyber Security, was wirklich ein Kern der Technologie für zukünftige Wertschöpfung im Automobilsektor ist, findet nicht in Deutschland statt. Und das ist etwas, was wir mit Bedauern eigentlich sehen. Vielleicht ein letzter Kommentar noch dazu, was auch sehr interessant ist. Wir wurden aktiv angesprochen vom Department of Homeland Security, die gerade standardisieren, wie Software-Over-the-Air-Updates auszusehen haben, weil das ein National Threat ist für die amerikanische Regierung natürlich. Und es gibt nahezu keinen deutschen Teilnehmer, der in dieser Standardisierung drin ist. Das, was auch Frau Bundeskanzlerin gesagt hat, Standardisierung ist eigentlich der Kern, wo die Wertschöpfung in Zukunft stattfindet. Und da sehen wir, dass bestimmt noch Nachholbedarf ist, obwohl viel auch getan wird. Also Cybersecurity ist sicherlich einer der, wenn nicht der zentrale Kernpunkt bei autonomem Fahren, denn man kann sich fast nicht ausmalen oder kann sich ausmalen, was dort alles denkbar wäre, wenn ungewünscht die Autonomie des Fahrzeuges in nicht gewünschte Richtungen gelenkt wird. Deswegen ist es für uns natürlich auch ein ganz zentrales Thema. Deswegen haben wir es zunächst mal nicht ausgelagert, sondern bei uns betrieben. Bei uns heißt nicht zwingend immer nur in Stuttgart und Dörkheim, sondern in einem unserer Facilitäten. Und da haben wir gerade in IT eine besonders starke mit 1500 Mann in Bangalore. Deswegen betreiben wir das dort. Aber selbstverständlich haben wir nicht die, was weiß ich was, erfunden, sondern sind sehr interessiert, wenn Sie dort spezifische Kompetenzen haben, uns mit Ihnen auszutauschen, ob wir auch in Zusammenarbeit dort mehr leisten können. Und ich bin völlig bei Ihnen. Standardisierung, wie auch die Bundeskanzlerin gesagt hat, ist zentral. Und ich greife das auf, wenn wir die Möglichkeit haben, dort im Arbeitskreis mitzuarbeiten, dann sollten wir das tun und dann will ich es auch gerne veranlassen. Ich habe jetzt noch 3 Fragen, die wir vielleicht zusammenfassen oder Kommentare und dann vielleicht Ihnen noch mal eine Chance zum Schlussstatement geben. Herr Höttges, Herr Hacker und Herr Helbling. Herr Höttges. Ich unterschreibe alles, was Sie sagen zum Thema Mut und Thema Innovationsleistung, die Sie im Unternehmen brauchen, um die Digitalisierung zu begegnen. Jetzt sehen wir aber, dass ja die Wettbewerber oder die Innovation von außen kommt. Die ist ja ganz neuer Spieler. Tesla ist ein Softwareunternehmen, die sich in die Automobilindustrie entwickeln. Ich teile Ihre Stellungnahme nicht, dass wir in der Software gut sind. Ich finde, wir haben nicht genug Software-Ingenieure, wir haben nicht genug Leute, die sich in dieser Kompetenz auskennen. Traditionell kommen wir industriell sehr stark daher, aber wenn es um die Software geht, haben wir sehr früh eigentlich angefangen, das Thema auszulagern bzw. einzukaufen. Wenn ich heute einen Tesla vergleiche mit einem Mercedes, dann denkt der anders, der Wagen.
Wie wollen Sie in Ihrem Unternehmen diese Softwarekompetenz stärken, wenn es doch am Markt eigentlich nicht genug Leute gibt? Ich glaube, wir haben 60.000 offene Stellen aktuell, wenn es um Software-Spezialisten geht. Und die zweite Frage, wie schaffen Sie diese Innovation in den klassischen Maschinenbau- oder ingenieurgetriebenen Prozessen, dass Software eine ganz andere Relevanz bekommt? Herr Hacker und dann Herr Helden. Ja, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, Herr Zetsche. Wir sprechen ja häufig über Mobilität, natürlich autonomes Fahren, meinen aber meistens das Auto. Nur ist Mobilität ja was vom Fußgänger über einen Radfahrer bis hin zu Schiffen oder Flugzeugen. Wie kann man gerade diese Softwarekompetenz, die Sie anmahnen oder die Sie beschreiben, in diesen unterschiedlichen Sparten anwenden und nutzen? Herr Helbing? Herr Cetsche, Sie hatten beschrieben, dass die digitale Revolution mit sich bringt, dass wir letzten Endes alle Strukturen und Prozesse hinterfragen müssen und dass das Mut erfordert. Braucht es nicht diesen Mut auch auf der gesellschaftlichen Ebene? Wir haben über Industrie 4.0, über Arbeit 4.0 geschrieben, aber brauchen wir nicht auch Finanzsystem 4.0, Wirtschaft 4.0, Gesellschaft 4.0? Und wie stoßen wir diesen gesellschaftlichen Diskussions- und Transformationsprozess an? Vielen Dank, Herr Hüttgens, ich bin ein höflicher Mensch, deswegen habe ich gesagt, wir haben all diese positiven Dinge, wir haben auch viele gute Programmierer, was auch stimmt, aber ich bin völlig bei Ihnen, nicht genügend viele, gar keine Frage. Einen Punkt habe ich schon erwähnt, wir haben in Bangalore insgesamt eine große Entwicklung, aber insbesondere auf der IT-Seite, wie gesagt, etwa 1500 Leute heute stark anwachsend. Wir haben vielleicht auch noch das Glück, dass wir relativ weit oben auf der Futterkette stehen und deswegen relativ günstig noch in so einer Verknappungssituation dann auch im Erfolg sind, Mitarbeiter für uns gewinnen zu können. Aber wir sind massiv dabei, natürlich unsere Softwarekompetenzen aufzubauen, überhaupt gar keine Frage. Wir haben für die Entwicklung insgesamt eine Kategorisierung der Digitalisierungskompetenzen 1 bis 5, immer die heißen, wurscht, der eine kann ein Handy bedienen, der andere ist ein WhizKid, vorgenommen und haben uns auf der Zeitachse gesagt, wie viel Ressource wir in den verschiedenen Kategorien über der Zeit brauchen, wie wir von A nach B kommen. Und da gibt es zum Teil Schulungsmöglichkeiten, dass Mitarbeiter, die bei uns andere Aufgaben haben, dorthin geführt werden können. Das ist begrenzt. Und dann können wir über die Fluktuation Leute einstellen und dann können wir ergänzen, aufbauen. Und so sehen wir, wie wir unsere Ressourcen den neuen Anforderungen anpassen müssen. Aber da sind wir natürlich noch nicht. Und nochmal, überhaupt gar keine Frage, dass wir dort nicht vorausmarschieren auf der Software-Seite. Das wissen wir, glaube ich, alle. Das ist in Silicon Valley, das ist inzwischen in Shanghai, das ist in Tel Aviv, das ist in Skandinavien. Das ist aber bestimmt nicht in Stuttgart oder in Kassel in erster Linie zu finden. Aber daran müssen wir arbeiten, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen. Und nochmal, da sind wir absolut einer Meinung, gar keine Frage. Mobilität, wir haben nicht vor, den integrierten Technologiekonzern wieder aufleben zu lassen und uns mit Bahnen und Flugzeugen direkt zu beschäftigen. Aber wir sehen uns sehr wohl um das Auto herum als Mobilitätsanbieter und haben deswegen beispielsweise eine Plattform mit dem Namen Movil geschaffen, die ganz simpel als App ein von A nach B führt, egal, also multimodal heißt es so schön, egal ob jetzt zu Fuß mit Bahn, Bus oder MyTaxi oder was auch immer. Und die Möglichkeit gibt einem nicht nur zu sagen, wie von A nach B am schnellsten oder am kostengünstigsten kommt, sondern auch die Transaktion auf dem Handy vornehmen zu können. Das heißt konkret, die Straßenbahnfahrt buchen zu können, dann auch keinen Fahrschein mehr lösen zu müssen. Also diese ganzheitlichen Denkansätze versuchen wir zu verfolgen und auch in Produkte umzusetzen, die dann Nutzen bieten können. Letzter Punkt ist natürlich der grundlegende. Dieser Mut ist ganz, ganz entscheidend und was ich vorher gesagt habe, gilt, glaube ich, in der Gesellschaft ganz besonders. Uns geht es relativ gesehen verdammt gut. Das gilt nicht für jeden Einzelnen, aber ganz bestimmt für uns als Gesellschaft. Und deswegen ist halt die Tendenz so groß, ändert mal lieber nichts. Ob das jetzt Infrastruktur ist, ob das neue Technologien sind, was auch immer, sondern lasst uns alles bewahren, es ist ja in Ordnung. Und das ist eben der sichere Weg in den Absturz. Und wie wir daran rühren können, ich glaube, das ist ein Auftrag an uns alle, dass wir jeden Tag ausgehen und genau vor diesen Gefahren warnen und
neben den berechtigten Diskussionen, die man haben muss, ob Daten im Sinne von Datenschutz missbraucht werden können und ob Genveränderungen zu irgendwelchen Monstern führen können, ich weiß nicht was, uns aber viel mehr auch in die Diskussion zu begeben, welche unglaublichen Chancen in all diesen Themen liegen und dass eben das Verhindern dieser Chancen ganz sicher uns miteinander als Gesellschaft in den Abgrund führt. Und das ist ein Auftrag an jeden von uns, den wir jeden Tag wahrnehmen müssen, hier unseren Beitrag zu leisten, zu dieser Veränderung im Denken. Vielen Dank. Ich denke, Sie haben mit der Bundeskanzlerin gemeinsam das Thema, sie sprach von flachen Hierarchien, die im Prinzip die öffentliche Verwaltung verunsichert und in Unruhe versetzt. Sie sagen, Ihre Leute arbeiten möglicherweise ein Modell ohne Vorstand. Was könnte Daimler rauskommen? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass das, was Sie als Coffin Corner beschrieben haben und unser Gefühl, es läuft alles wunderbar in Deutschland, das mit Mut anzugehen, zu hinterfragen. Gestern sprach im Hightech-Forum jemand davon, dass wir im Wesentlichen die Softwareleute aus Russland bekommen, 16-Jährige, die gar nicht studiert haben, die gar keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen können. Wie können die hier bleiben, damit sie hier das beitragen und man nicht alles in Bangalore machen muss? Ich glaube, ganz wesentliche Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen, wenn wir die Digitalisierung wirklich ernst nehmen wollen. Was ich schön finde, ist Ihr Plädoyer für Mut. Ich glaube, den sollten wir haben. Und Ihnen vielen Dank fürs Dasein, Herr Tetsche.